Hallo, ich bin Ulrich und es geht nochmal um das Unboxing zum Thema Brennstoffzelle. Ausgepackt hatten wir es und dann war ich ja so ein bisschen enttäuscht, was da alles drin ist und dass man das Geld im Wesentlichen für das Buch bezahlt. So, in dem Buch geht es dann aber los, dass man eine Batterie bauen muss, Rein- und Parallelschaltung. Gut, und da denke ich, und zwar ist ja hier die Rede von haushaltsüblichen Sachen. Und jetzt darf man ja diskutieren, ist ein Kupferrohr ein haushaltsüblicher Gegenstand? Und so weiter. Ich denke, dass man das durchaus diskutieren sollte. Ja. Und da machen wir nämlich jetzt das nächste Unboxing. Unboxing 0,2. Limo-Uhr. Habe ich natürlich auch schon mal aufgehabt. Und da gucken wir jetzt mal rein. Das entspricht nämlich, das kommt sehr nah an meine Erwartungshaltung. Da ist drin einmal so ein schönes Brett mit einem Batteriehalter, wobei ich nicht so ganz verstanden habe, wofür dieser Batteriehalter eigentlich da ist. Also ist schon klar, um die Uhr auch so betreiben zu können. Dann ist hier drin diese Uhr. Die muss ich mal eben aufmachen. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt die irgendwie so da drauf. Wie genau? So in etwa muss das, ne? Nee. Ja, gut. Da müssen wir dann noch mal gucken. So, das ist die Uhr. So, was ist da noch drin? Das ist das, wo es mir eigentlich drum ging. Nee, dann kommen hier zwei Dosen. Das ist auch die Frage, kann man ein Tablettenröhrchen als haushaltsüblichen Gegenstand bezeichnen? Und jetzt kommt das, wo es mir eigentlich drum ging. Bleche. Bleche. Kupfer und Zink. Wobei jetzt diese beiden Dinger, das habe ich noch nicht ganz verstanden, wofür die jetzt eigentlich da sind. Die sollen da, glaube ich, auch so irgendwie rein. Das ist das, und dann ist hier noch ein PDF mit bei. Wie gesagt, wo so ein paar Sachen dann erklärt sind. Das ist ganz schön. So, das hier oben, das ist nämlich genau das hier. Die Reihenschaltung. Bei der Reihenschaltung addiert sich die Spannung der Zellen. Und genau das suchen wir. So, bloß brauchte man jetzt hier von diesen Dingern, brauchte man jetzt eigentlich zwei, um da irgendwo auf den grünen Zweig zu kommen. Da sind vor allen Dingen die Bleche erstmal mit bei. Und damit kann man dann auch diese Uhr in Betrieb nehmen. Und das müsste auch funktionieren, wenn ich zum Beispiel sowas jetzt in einen Blumentopf stecke. Ne? Weil das ist das Grundprinzip. Und das habe ich eigentlich auch schon bei der Brennstoffzelle erwartet. Dann sind wir im Prinzip hier mit der Limo-Uhr erstmal so weit durch. Und dann kommen wir zum nächsten Unboxing. Bis dahin.